Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und haben uns dieser schreienden Frau sehr stark angenähert und die ist da drin, Leute. Und allerdings muss ich mich da jetzt drauf vorbereiten, weil es wird gleich was kommen, was ziemlich heftig wird, Leute. Genau, dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal vor hier. Nachladen mit den Granaten bitte. Und ja, wir haben zweimal MP Wasser, aber keine Heilung. Dann nehmen mal bitte. Habe ich hier keine Medizin Level 1 oder so? Ne, okay, dann. Dann würde ich sagen, nehmen mal bitte die Medizin Level 3 mit rein. So. Genau, Leute, wie ihr euch erinnert, wir hatten ja diesen Frauenschrei. Und da würde ich mal sagen, schauen wir uns das mal an. So. Hallo? Ach du Kacke, Leute. Ah ja, seht ihr das? Hm, wer ist da? Das ist der Typ von dem Tower, Leute. Du bist doch... Wie hartnäckig. Dieser crazy Typ da. Du hast diese Frau getötet. Frau? Du meinst das hier? Ich bin wie du. Ich jage doch auch nur Monster. Der Typ also. Okay, Leute. Der Tower geht ebenfalls auf deine Kappe. Was meinst du, wie viele Unschuldige dort ums Leben kamen? Warum liegt das jetzt? Und wenn schon, ihr solltet mir dankbar sein. Hätte ich es nicht getan, wäre LA jetzt verloren. Ja, klar, ist gut. Oh, Leute. Was soll das heißen? Wer bist du überhaupt? Was weißt du über diese Kreaturen? Hey, du willst Ärger? Über Leben und Tod entscheiden sowieso die Mitochondrien. Okay. Genau, Freunde. Bosskampf. Oh Gott, und warum läuft das jetzt so langsam hier? So, Leute, Bosskampf. Ja, wir haben hier einen Bosskampf vor uns. Direkt am Anfang von des Parts hier. So, dann schmeißt immer das hier in die Fresse. Der wehrt das ab, Leute. Habt ihr gehört? Der hat Shit gesagt. Richtig geil. So, dann machen wir hier Dings. Antibody. Nein, mach schneller. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt direkt den Energy Shot hinterher. Aber ich frage mich gerade echt, warum das hier so laggt, Leute. Das kann nicht wahr sein. So, dann schieß ihn kaputt los. Genau, immer schön auf den Rücken, Leute. Oh, Leute, warum laggt das denn? Verdammt nochmal. Nee, Leute, wisst ihr was? Irgendwie leckt das hier. Keine Ahnung. Na egal, Leute. Ah, 31. Bitte was? Der wehrt von vorne Granaten ab. Ja, das ist ein richtig krasser Typ, Leute. Ah, geh weg. Ach, verdammt, Leute. Ich frage mich, warum das hier laggt. Und auf den Rücken. Los. Schön auf den Rücken. Und... Nein. Hör doch auf, Mann. So, Leute. Und wieder schön auf den Rücken hier. Los. Immer schön auf den Rücken schießen. Ah, was machst du denn? Um Gottes Willen, Leute. Hör doch auf. Boah. Boah, der hat mich echt gepackt hier. So, Leute, wisst ihr was? Ich nehme einfach jetzt mal hier die Medizin. Level 3. Los, zack. Nimm's dir. Und, ja. Wo bist du, Eier? So, dahin. Warum liegt das hier? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Naja, ist ja egal, Leute. Ich muss auf jeden Fall hinter denen und... Nein, nachladen habe ich vergessen. Verdammt nochmal. Okay, warum leckt das hier? Leute, wisst ihr was? Das gucke ich mir jetzt einfach mal an, würde ich mal sagen. Ich tut mir leid, ich muss einen kleinen Cut machen. Ich muss gucken, warum das hier laggt. Also bis gleich. So, Leute, ja, da bin ich wieder. ja, das war irgendwie Avira.
Und ja, jetzt geht's besser, Leute. Jetzt geht's doch besser, so. Irgendwie war das ein Avira-Prozess, hat sich da mal wieder gestartet. Und lauf weg! Oh, verdammte Scheiße. Der haut ordentlich rein, der Typ. So, dann schön auf den Rücken. So, und lauf weg! Verdammt nochmal. So, weg mit dem. Mach den kaputt, ah ja. Und er trifft mich nämlich immer mit seinem Scheißschwert, ne? Seht ihr das? Das ist Nummer 9, Leute. Schaut mal auf seinen Rücken. Das ist Nummer 9. Den Typen, den wir, ja, wie gesagt, auf dem Tower gesehen hatten, ne? So, jetzt wissen wir auch, wer Nummer 9 ist. Ah, so, okay. Und schön auf den Rücken. Schön auf... Nochmal Antibody machen hier. So. Ja, also die Legs eben, die kamen echt von dem Avira-Prozess. So. Oh, du Penner, wirklich. Nächster Bosskampf hier. So, Leute. Dann kurz meine Uhr wieder angemacht und... Und lad nach. Schneller, bevor er sich rumdreht. Verdammt. Nur noch ein MP. Oh, Leute, hör auf. Hör auf, Junge. Lass mich in Ruhe. So, aber der hält echt viel aus, ne? Also, ich habe den Bosskampf hier habe ich nicht so krass in Erinnerung eigentlich. Boah, du Penner. Wirklich, jetzt reicht's aber langsam. Genau. So. Den haben wir, Leute. Also doch, du bist Eves. Wie interessant. Eve. Eve? Oh, Leute, das ruckelt. Warum ruckelt das denn jetzt? Scheiße. Oh, verdammt. Wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns da gleich wieder an der Stelle. So, Leute, da bin ich wieder mit der Cutscene. ja. Boah, ziemlich crazy, ey. Holy shit. Oh. Okay. Boah, krass, Leute. Was für eine Cutscene. Heftig. Auf jeden Fall haben wir den jetzt erstmal. Krass, Leute. Oh, es geht weiter. Holy shit. Was für eine Cutscene, Freunde. Wow. Also, es geht noch weiter. Wow, okay.
Genau das hätte ich auch gemacht, mein Lieber. Nichts riskieren. Stopp, der Alte schickt mich. Mr. Madigan? Könnten Sie bitte... Oh, sorry. Ja, genau. Ah ja. Was ist passiert? Wo ist er? Wer? Hier war niemand. Schon gut. Puh. Sind Sie okay? Ja. Ach ja. Der Alte gab mir Infos. Der Bunker ist hinten bei den Hügeln. Dort soll auch das Monsternest sein. Das Monsternest. Wir brauchen einen Wagen bis dorthin. Schön. Nehmen wir meinen. Sehr gut. Puh, Leute, diese Cutscene, die war echt gerade harter Tobak. Also, als ich die das erste Mal gesehen habe als Kind, ich habe mir so in die Hose geschissen. Wirklich, vor allem erstmal die Szene, wo mit dem Freak da, wie er da in Flammen aufgeht. Und dann noch diese OP-Szene, also, boah, Leute. Das Kind, das sah ja so aus wie wir, ne? Ach du Scheiße, das ist jetzt gerade hier arg verpixelt. Das Kleid eines kleinen Mädchens. Maya und ich hatten beide auch solche Kleider. Dieses Kind sah wie Maya aus. Will es mir etwas mitteilen? Ja, Freunde, Maya ist ihre Schwester. Ihre Schwester aus dem ersten Teil, Freunde. Nichts von Interesse. Okay. Ja, wie gesagt, also hier gab es doch noch eine wichtige Info. Der Mond scheint. Ein Vollmond. In Japan gibt es ein Fest, in dem sie den Vollmond feiern. Das Fest soll 15 Nächte heißen. 15 Nächte, Freunde. Die Zahl ist sehr, sehr wichtig. Die müssen wir uns definitiv merken. Gut, mehr dazu später. Der Vollmond macht krank. Auch meine Seele. Wenigstens sehe ich jetzt besser. Was? Okay. Krass, Leute. Ja, das hier ist jetzt gerade arg verpixelt, weil ich musste ein bisschen an meinen Einstellungen ändern. Allerdings werde ich das gleich wieder umstellen. Das heißt, ich werde gleich nochmal kurz einen Cut machen müssen. Auf jeden Fall sah das Kind auf dem OP-Tisch ja wie wir aus, ne? Und die haben da irgendwas mit der gemacht. Das war ziemlich beunruhigend, Freunde. Naja, gut. Ich sehe den Wohnwagen von Mr. Douglas. Genau, Leute. Gibt es jetzt hier noch irgendwas zu tun für uns? Erstmal nicht. Wir haben jetzt den Keil hier mit dabei. Auf den müssen wir uns jetzt aufpassen. Und wir sollen uns jetzt einen Wagen beschaffen, um zum Bunker zu fahren. Okay, Leute, dann würde ich aber mal sagen... Oh, auf jeden Fall ist das Item hier, das Inventar jetzt wieder ein bisschen schneller. Gut. Ich glaube, das ist das Frameskipping oder sowas. So, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, nehme ich... wieder meine Pumpgun. Granatenwerfer brauchen wir erstmal nicht. Ich habe immer noch die Munition vom Anfang. Das ist so krass. Und tausch die mal aus gegen... Ja, Cola, komm. Oh, ist das schön, wenn das Menü so schnell weggeht. Muss ich nochmal kurz aufmachen? Ne, okay, das geht schon. Ja, wie gesagt, also richtig krass, was hier gerade passiert ist. Und, ja, bevor wir jetzt da rausgehen, Freunde, würde ich sagen, mache ich nochmal einen kurzen Schnitt, weil, ich muss die Grafik wieder umstellen. Also bis gleich.
So, Leute, ja, da bin ich wieder. Und ja, ich habe jetzt das Video wieder hier ein bisschen umgestellt und das Menü... Ist das jetzt auch schneller? Das Menü ist schnell, Freunde. Sehr gut, okay. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also heftige Cutscene und da würde ich mal sagen, gehen wir mal hier raus. Riegel geöffnet. So, Leute. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, da sehe ich doch einen Skorpion. Genau, Freunde, da wir jetzt zu zweit sind, hilft der Keil uns jetzt hier. Schaut mal, der fängt jetzt gleich an zu ballern. Schaut euch das mal an, das ist eine richtig geile Funktion hier. Eine richtig geile Hilfe, dieser Keil. Wirklich. Ah, los, da sind die Skorpione hier. Los. Den müssen wir nämlich jetzt auch beschützen hier. So, zack. Genau, Leute. Voll ins Bild gerannt hier. Genau. Dann machen wir die mal zusammen kaputt. So. Richtig gut, Freunde. Ja, dass wir jetzt hier so einen kleinen Buddy haben. Richtig geil. So, und boah, Leute, die Cutscene, die war so heftig. Ich sag's euch. Ein Skorpion, Leute. Sehr gut. Dann schieß mal drauf, da geil. Los. Helf mal ein bisschen. Nicht daneben schießen. Gut, dann baller den ab, los. Sehr schön. Finde ich cool, dass der uns jetzt hier so ein bisschen hilft. Ne? 1243 XP. Okay, da haben wir gleich schon wieder genug, ne? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier noch die schaut euch das an. Überall Gegner, Freunde. Oh, heilige. Und wir müssen da unser Gasstation, weil da unser Auto ist. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, nehmen wir aber hier noch so ein paar Räume mit erstmal, ne? Sacred Mesa. Der heilige Berg. Ein Souvenirladen. Der Laden war wohl früher direkt an der Straße. Ja, kann sein. So. Machen wir aber hier erstmal noch die Gegner. Och. Motten. Okay. Dann sind Motten. Ein Schuss und weg. Na super. Tolle Gegner, wirklich. Aber wir haben wieder 1250 EXP. Das heißt, wir können wieder hier was machen, Leute. Jawohl. Ich würde sagen... Energy Shot. Ja, 1750, okay. Plasma. Ja, auch 1750. Mach mal einen Feuerball auf 2. Ich glaube, das ist ganz gut. Das reicht sogar genau, ey. Ein EXP noch übrig. So, alles klar. Korrekt. Dann. Jo, dann gehen wir mal zu unserem Auto, ne? Richtig krasse Szene eben. Wow. Gut gemacht auf jeden Fall. So, Leute. Oh, der Keil, der hat ein bisschen Schaden gekriegt. Ich kann ihn nicht heilen, leider. Ah, da oben sind... Motten. Okay. Das war's schon wieder. Okay, der braucht uns gar nicht zu helfen. Das ist doch bescheuert. Okay. Dann, Keil, kommst du mit? Gehen wir mal zu unserem Auto, ja? Gut, wir müssen also zum Bunker. Ach du Scheiße. Oh Gott, okay. Was ist das denn? Scheiße. Ja, das kann ich auch so sehen. Zack. Was ist das für Gegner, ey? Leute, Leute. So, mach mal kaputt da. Los. So, und zack. Genau, Kai, wir machen die jetzt zusammen im Arsch, ja? Sehr gut. Gute Hilfe bist du, Keil. Wirklich. Richtig geil. Der macht die alleine platt. So, zack. Das sind so komische Goblins oder sowas, ne? Goblins, ja. Richtig gut. So, zack. Genau, zusammen machen wir die platt, Keil. Was machst du denn, Keil? Ah, schieß doch. Ja, die sind so ekelhaft, Freunde. Also wirklich. Und... Ui, du hast Schaden gekriegt, Keil. Schieß drauf, komm! Jawohl, Leute. Boah, was war das denn für Viecher? Neue Gegner hier, krass. Oh nein. Mein Wagen. Na super. Er war neu hergerichtet. Sieht schlecht aus. Sie haben sogar den Motor angeknabbert.
Was? Oh je. Was nun? Also gut. Unser Auto ist nicht. Item erhalten. Medizin. Sehr schön. Gut, mit unserem Auto, das ist nicht. Nee, Muni brauche ich jetzt erstmal nicht, Leute. Ja, der Wagen ist kaputt, ne? Shit. Verdammt, das ist nicht fair. Überall Zahnabdrücke. Warum zum Teufel? Er war noch nicht abbezahlt. Arsch, das ist blöd, ne? Karl, mein geliebter Karren. Ja, super. Karl heißt er also, okay? Ein Haufen alter Reifen, okay. Ja, kann man mit dir jetzt irgendwas machen hier? Wo finden wir einen anderen? Genau, Leute, wisst ihr was? Ein Gimmick gibt es hier sogar. Wenn man hier in die Karte geht und Dreieck drückt, kriegt man hier so eine Hilfe. Was man als nächstes machen muss, Leute. Ob Mr. Douglas mir seinen Wagen leiht? Genau, Leute. Durch diese Hilfe wissen wir jetzt, dass wir zum Douglas müssen. Okay. Gut. So, ein Glück. Der Kofferraum ist heil. Ja, so sieht's aus, Leute. Zusatztasche. Gut, ich habe nicht mehr viele Bugshots. Ich habe nicht mehr viele Bugshots und auch fast keine Granaten mehr. Aber ich werde dann hier die M93R reinpacken. Gut, Leute, wisst ihr was? Das mache ich auch direkt mal. MP für ein MP-Wasser, komm. Nein, das wollte ich... Okay, hat eh nicht geklappt. Gut. Ja, komm. Für alle Fälle nachladen mit Hydra-Muni. So. Okay, Leute, gut. Kommst du jetzt weiter mit oder bleibst du jetzt da stehen? So, Telefon. Die Leitung ist tot. Ja, stimmt, ne? Schaut euch das mal an, wie die hier alles verwüstet haben. Ich suche ein anderes. Das ist krass, Leute. Schaut euch das mal an. Die haben alles kaputt gemacht hier. Diese Gremlings, ey. Ein umgefallenes Schild. Waren das die? Zerstörungswütige Monster. Es gibt auch solche Menschen. Sind die Monster etwa ängstlich? Gute Frage, ne? Der Besitzer wird sich freuen. Ja. Hier ist doch eh keiner mehr, Mensch. Ist doch egal. So, Karl, kommst du jetzt mit oder bleibst du da stehen? Der bleibt natürlich da stehen, ist klar, Leute. Gut, dann... Nein, bitte keine Pferde, ey. Ich hasse die. Nein, lauf! Oh Gott! Okay. Ah, die machen dich blind. Pass auf diese Motte da. Aha. Gut, Leute, wir sind blind. Das müssen wir wegmachen. So, komm und lauf! Oh, verdammt mich, ey. Boah. Mensch, Eier. Mach die Bienen da kaputt. Aha. Dumme Pferde hier, ey, wirklich. So, kriegst du jetzt erstmal eine Pyrokinese Level 2 rein, Mann. So, und weg damit. Boah, Leute, das war krass. Das war krass. Ja, die Gegner, die werden auch anstrengender. Also, ja. Ja, komm, dann heile ich mich zweimal. Am besten nochmal, ne? So, 110. Zack. Dann könnte ich ja eigentlich mal ein MP-Wasser schlucken, ne? Komm, mach das mal. MP-Wasser 1. So, Leute. Die Gegner werden anstrengender, ja? Das ist schon richtig so. Gut, Leute. Hier in dem Raum sind noch Gegner. Ich mache jetzt erstmal alle Gegner kaputt. Bevor wir da zum Douglas gehen, weil ich befürchte, dass wir dann weiter... Oh. Diese Goblins. Okay. Wie mache ich die denn am besten? Die könnten nämlich nerven, ja. Die nerven richtig. Oh, so, dann... Weißt du was? Mach mal Plasma hier. So. Und... Genau, Plasma, Freunde. Plasma ist hier. Plasma... Oh, da sind noch Babys. Oh mein Gott. So. Oh, Leute. Genau, mach den kaputt und... Jawohl, Leute. Sehr schön. Oh, so muss man das... So muss das laufen. Schöne Kettenexplosion hier. So. Okay, dann würde ich sagen, heile ich nochmal. So, alles klar.
Das waren die Gegner hier drinnen, ne? Ja. Gut, Leute, ja, in den letzten 6 Minuten der Folge wird jetzt nichts weiter passieren als Gegner farmen. ja. Wie gesagt, also die Cutscene war eben richtig interessant und wir müssen also in den Bunker rein. Und ich habe so eine Vermutung, was da drin ist. Okay, Babys wieder. Ach Mann, warum treffen die mich denn schon wieder? So, Leute. Da die viele MPs geben... Ah, seht ihr das? Jetzt ist die Muni leer. Okay, ich verstehe schon. Da die viele MPs geben, kann man hier jetzt Zauber benutzen. So. Gut, wir müssen also Muni nachladen. Okay, Moment, dann heil dich mal bitte kurz. Die Gegner werden anstrengender auf jeden Fall. Gut, Leute, dann wisst ihr was. Dann nutze ich hier nicht die Bugshots, sondern dann nehme ich mal das, was wir hier gefunden haben. Soll ich die benötigt benutzen? Ja, komm, erst Lack. Zack. Die haut nämlich richtig rein, die Muni. Die werde ich euch jetzt gleich mal bei den Gegnern zeigen. Die haut richtig, die haut ordentlich rein, Leute. Gut, haben wir noch... Ja, ich glaube, da in diesem Kleingang sind, glaube ich, nur Fledermäuse oder sowas drin, ne? Oder was haben wir da? Ich guck da mal gerade, kurz. Eine Sekunde. Ja, da sind nur Fledermäuse. Nee, geh weg. Ah ja, geh schnell weg. mit dieser Muni gehe ich nicht auf Fledermäuse, Leute. Die machen wir beim nächsten Mal. Genau, Freunde, wenn man aus einem Kampf nämlich flieht hier in diesem Spiel, dann kriegt man BP abgezogen. 10 Stück. Aber 10 Stück. Mein Gott, was sind 10 Stück? Ne? So, Leute, dann... Hier drin. Aber da sind, glaube ich, auch nur... Oh Gott. Boah, da habe ich mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen erschrocken, ey. Krass. Okay, mach hier Dings. Combustion. Los, Combustion. Und zack. Leute, richtig guter Zauber. Und schaut mal. Bam. Bam. Die Muni ist der Knaller hier. Echt. So. Blitzlicht. Ja, für die Fledermäuse da hinten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Gut, dann nehmen wir das mit und... Was ist hier drin? Hallo? Hier sind doch Gegner drin. Boah, ist das mies! Ach, was? Da oben hängen Babys! Was? Okay. Krass, Leute. Die hingen einfach an der Decke rum. Okay. Medizin 2, sehr schön. Ja, man sieht, wenn man sich einfach mal ausruht, dann belagern die einfach, die Gegner einfach alles wieder und verseuchen alles. Das ist so krass hier. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier noch den Saloon und dann den nächsten Raum noch und dann mache ich mal einen Cut. So. Was haben wir denn hier, Leute? Hier ist auch wieder sowas Verstecktes, ne? Komisch. Okay. Es hat geblubbert. Und da gehen wir mal hier rein. Das Baby sitzt im Klo. Das Baby sitzt im Klo fest. Oh mein Gott. Oh Mann. Das ist so bescheuert. Flasche? Was ist das denn? Flasche? Hä? Was war das denn nochmal? Das Baby saß auf dem Klo fest, ich glaub's nicht. Oh, MP-Wasser Level 2, Leute. Boah. Use Recover Full MP. Attachment Recover 100 MP. Boah, MP-Wasser 2, richtig geiles Item, Leute. MP-Wasser 2 ist eigentlich notwendig hier, ja. Okay, Leute. Dann, wisst ihr was? Machen wir jetzt noch diese 2 Räume hier. Ratten. Hm. Soll ich für Ratten wirklich die... Ja, komm. Ist jetzt egal, komm. Ich benutze danach eh die andere Wumme. Nutz einfach mal die... So. Nutz einfach mal die... Ah, da sind auch Goblins, okay. Da sind auch Goblins, okay. Alles klar, dann... Nein! Ach, verdammt. Hier kommt Plasma. Boah.
Leute. Gut, da ist dieser andere Goblins da und... So. Dafür braucht man die Pumpgun für diese Goblins. So. Leute. Dann, coole Mischung im Übrigen, ne? Leichte Gegner vom Anfang und die neuen Goblins. Sehr interessant. Okay. Leute, dann würde ich mal sagen... Moment mal. Habe ich das Flair überhaupt drinne? Ah, ich hab's drinne, geil. Okay. Gut, dann weiß ich, was ich jetzt benutze, Leute. So. Dann direkt Flair. Zack. Das ist so ein geiles Item, wirklich. Die sind nämlich gelähmt, die Gegner. Schaut mal. Richtig gut. So kann man sich ganz einfach den Gegnern entledigen, Freunde. Und die werden dann auch noch als positiven Nebeneffekt, ja, gelähmt. Richtig gut, Leute. Allerdings, Freunde, im Anbetracht dessen, dass meine Uhr jetzt gleich anfängt zu läuten, würde ich mal sagen, mache ich hier vor diesem Bereich mal einen kleinen Cut rein. Und ja, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und Sekunde. Zack. Okay, das war's mit der Aufnahmesession für heute. Und ja, dann würde ich das jetzt zusammenschneiden und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.